So, wir haben kurz vor sechs, wir sind auf dem Hof. Wir machen mal kurz eine Abfahrtskontrolle hier. Ich wollte mir im Baumarkt hier eigentlich mal Ketten besorgen jetzt. Weil die Bänder hängen immer auf halb acht, ne? Alles noch ruhig hier. Ist das dem Jensemann seiner? Ja. Boah, die kommen jetzt auch bald zum Ende hier, ne? Das sieht richtig gut aus. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen legen und dann sind die durch. Ach, da Loch haben sie auch zugemacht. Da war ein Hohlraum drunter, ne? So, jetzt haben wir hier die neue Mulde stehen, die ist schon beschriftet. Oh, die sieht schön aus. Und hier steht jetzt ein neuer Schubboden. Ich weiß nicht, ob das Jensmann seiner ist oder ob das der zweite neue schon ist. Keine Ahnung. Nigelnagelneu. Ach, das ist Jensmann seiner. Der hat schon abgeschoben. Das siehst du, ne? Was ein Gerät. Richtig schickes Ding. Dann hat der Jens den bestimmt abgestellt hier am Mittwoch. Und der wird dann beschriftet, ne? Oh, sehr schön. Rückfahrscheinwerfer dran. Wow. Ja, dann hat er den schon abgestellt hier. Und dann wird er heute beschriftet. Wow. Zwei neue Dinger. Ich habe da unten geparkt am Mittwoch, weil hier oben kommt es ja nicht drauf. Nee. Da steht der liebe David. Der hat auch draußen geparkt. So. Und ich denke mal, das ist jetzt für die Jungs hier keine große Sache mehr. Ich denke mal, in den nächsten Tagen, vielleicht Mitte der Woche oder so, sind die dann fertig hier, ne? Wunderbar. Ich habe mir gerade an der Tankstelle schnell einen Kaffee geholt, weil ich denke mal, der Holzmichel hat heute Brückentag, gehe ich mal von aus. Kannst du super essen hier. Den Stapler lasse ich dran, weil ich weiß nicht, was kommt. Mir hat keiner irgendwie was gesagt. Hier mal gucken, ob alles zu ist hier. Auch wieder auf halb acht. Ich hasse das. Ist zu. Also die Qualität von den Spritzlappen, die ich mir auf dem Berg bestellt habe. Die Qualität ist schon mega geil. Ich habe ja manchmal Schiss, wenn ich irgendwo, also du setzt ja zwischendurch mal auf und dann denkst du, du reißt dir die Dinger ein, ne? Aber da passiert gar nichts, ne? Das ist sehr, sehr geil. Ich bin ja am Mittwoch früh von Grimma, bin ich ja nach Aschersleben gefahren. Da in der Nähe habe ich ja in dem Alu-Werk zwei Alu-Blöcke geladen. Der Verlader, der war so geil. Wie ich angekommen bin, habe ich gesehen, das ist ja ein riesengroßer Parkplatz und der ist proppevoll, ne? Habe ich schon gedacht, oh, mein lieber Mann, ey, da ist mal ein Run vorbei. Also die Woche bis Mittwoch, die lief ja mega, ne? Habe ich echt gedacht, der Run wäre vorbei. Aber ich habe mich dann angemeldet, da habe ich erstmal irgendwie mich vertan mit der Nummer. Habe ich hier angerufen und dann habe ich, hab ich mich angemeldet und die Frau hat gesagt, sofort auf die Waage. Und ich so, ich durfte auf jeden Fall sofort auf die Waage, durfte auch sofort rein, habe direkt zwei Alu-Blöcke geladen. Der wusste genau, wo er den ersten ansetzen muss, weil ich habe ja auch den Stapler hinten dran, da man vernünftig fahren kann. Der hat das richtig drauf gehabt, der war richtig cool. Und dann haben wir drei Kopfschlingen gemacht mit Paletten vorne. Und normalerweise sagt er, er ist angegeben eine, aber eine wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? Ja, und dann haben wir da 1000 Kurt drüber geschmissen. Also der Verlader hat auch geholfen, ne? Der war echt mega in Ordnung, der Typ. Und dann bin ich da rausgefahren und dann habe ich mal wieder bis hier keine Vorkommnisse. Ja, ein bisschen Stau auf der 1, ein bisschen was. Aber das war halt nicht der Rede wert, ne? Und dann bin ich mit meiner Fahrzeit auch wieder wunderbar heruntergekommen. Ja, und dann hatten wir Feiertag. Und jetzt fahren wir gleich nach Dormagen. Ich weiß nicht, da steht nur CT, Umzack und Umzack. Der David geht erst um 7, der hat zwei Stellen, der fährt an der Mercedes. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, ich wollte mit dem nur einen Kaffee trinken, aber wir fahren jetzt schon mal. Und dann schauen wir mal, was das für eine Entladestelle ist, wie schnell das geht. Aber ist Freitag, verstehst du, dann musst du keine Welle machen. So, dann sind wir jetzt da, fahren jetzt hier links rein und hier ist dann irgendwie direkt die Anmeldung. Jetzt hängen wir die Bänder wieder auf, einige habe ich auch versetzt, die mache ich nachher wieder an die richtige Stelle. Normalerweise wäre das hier sinnvoll, wenn du Einsteckrungen hast. Hier unten, da brauchst du nämlich keine Kopfschlingen machen, aber du brauchst immer das, was du nicht kriegst. Okay.
hier, wir haben auch einen Truckstop. Da werde ich mir jetzt erstmal einen schönen Kaffee ballern. Ne? Ich kann nichts sehen, wa? Ja, da stellen wir uns jetzt erstmal hier schön in den Schatten. Ich habe nämlich noch keinen Anruf und nichts. Hat der schon ob? Ich läuf ja da. Ich glaube, da hat eben auf jeden Fall schon Licht gebrannt. Da steht ja auch ein PKW. Von daher. Und hat sich das gelohnt, dass du diese Woche wieder hier warst, lieber Kai? Selbstverständlich. Ja, das hat sich auf jeden Fall. Für die Deutsche Bahn hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Für dich auch, ne? Ja. Ja. Sag was. Was soll ich für dich tun? Ja, was soll ich für dich tun? Auch für mich kannst du eine ganze Menge tun. Was denn? Ich müsste in der Küche neu tapeziert haben. weiß ich nicht, Mann. Warte. Was weiß ich, was du hier machen sollst, Alter. Wo bist du denn jetzt? Wo hast du mich denn hingeschickt? Ach, na, Dormagen, also, ne, am Sein, ne? Ja. Pass auf, fährst du mal Richtung Wassenberg? Kann ich denn jetzt? Ja. Nur aufpassen, dass man hier nirgendwo hängen bleibt, sonst habe ich schon ja, ein paar Röschen an der Felgen. Mal fahren einfach mal Gerät. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja. Wo muss ich denn hin? Erstmal hier stehen und hören mal, was die sagen. Da lag so ein bisschen Aluspäne oben auf den Blöcken drauf und wo ich die Gurte runtergezogen habe, ist das mit runtergekommen, ne? Absolutes Drama so, ne? Ich arbeite jetzt hier wieder mit den Feuerwehrschläuchen, aus einem ganz einfachen Grund. Das hat Rillen, das Ding hier, ne? Und dann mache ich mir wieder nur meine Gurte kaputt. Und deswegen, dann haben wir alles soweit. Hier ist fest. Hier ist fest. Hier ist fest. Hier ist fest. An den Gurten kann nichts passieren. Ich bin zufrieden. Das geht auf jeden Fall schon mal nach Bielefeld. Das tüten wir jetzt hier ein. Und dann legen wir die anderen oben drauf, ne? So, 1:05 fahren wir jetzt nach Kölle. Und da laden wir das eine Glasgestell. Ihr wisst ja noch, wo wir in Bünde waren, haben die eine kaputte Scheibe da abgeholt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Scheibe jetzt neu gemacht wurde und dass wir die jetzt da hochfahren. Weil die brauchen die. Die brauchen die. LKW weniger drin. Wobei ich nicht weiß, wie viele LKWs überhaupt drin waren. Wenn da überhaupt einer drin ist. Weißt du, was ich meine? Wenn mir das jetzt alles zu blöd wird, lade ich die Dinger hier vor der Tür. Einer steht auf jeden Fall drin. Warum hupt der? Wir bleiben jetzt hier. Ach, zwei drin. Da steht noch ein Kranwagen drin. Das heißt. Wo ist mein Schlüssel? Wir machen das jetzt hier an der Straße. Der Junge. Ist ja unglaublich.
Da haut man das jetzt drauf. Ne, läuft, würde ich sagen. Ich bin jetzt ein Stück zurückgefahren bis zur Einfahrt. Da hat er mir eingestellt, quasi wirklich die eine Scheibe, die kaputt war, ne? Hat er mir jetzt drauf geballert. Jetzt fahren wir wieder vor. Und dann haben wir eigentlich unsere Ruhe hier. Und dann können wir schön das Ding festmachen. Da gehen wir uns direkt mal wieder Feuerwehrschläuche holen. Und zwar 1, 2, 3, 4 Stück, ne? Fahrt mir doch einfach den Arsch ab. Eins, zwei, drei. So, Gummimatten haben wir schon runter, das ist wunderbar. Ich habe dann extra ein bisschen weiter nach hinten, weil hier muss ich noch 26 Euro Paletten reinstellen. Das mache ich hier, damit die nicht auf meinem Arsch stehen, wenn ich leer bin. Weil ich habe ja den Stapler drauf. Ja. Wieso habe ich denn vier bei zwei Gurten? Jawohl. Ich stand gerade hier draußen und habe gewartet und hinter mir ist er einfach reingefahren. Einfach so. Da steht ein LKW, da steht ein LKW und da hinten steht ein Kranwagen. Aber einfach erstmal reinfahren. So, dann sind wir quasi fast fertig für Montag. Wir laden uns jetzt, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt eben, ne? Nochmal 26 Euro glaube ich drauf. Und dann sind wir eigentlich durch. Genau, dann fahren wir jetzt mal. 12.04 Uhr sind wir auf dem Hof. Ah, einer hat geschaltet. Wenn ich nämlich eine Linkskurve rumfahre, auf einer zwei... Alter! Auf einer zwei... auf einer zweispurigen Straße, dann zieht der Auflieger in die Kurve rein. Und wenn du da als Pkw-Fahrer nicht bremst, kann es sein, dass ich bremsen muss. Ja. Jetzt haben wir sogar 26 richtig, richtig gute. Ja, ich würde sagen, wir parken draußen auf der Straße, weil ich habe sonst, ich weiß nicht. Ein Teil der Straße ist wieder auf. Und zwar, wenn du auf dem Hof rückwärts drauf stehst, kannst du rechts rum wieder rausfahren. Das heißt, ich fahre jetzt komplett zurück und kann dann trotzdem gleich auf dem Hof schön parken. Und dann kann ich nämlich da hinten rausfahren. Dann, das ist wieder auf. Da ist mein Kollege, der Rolf, der hat mich gerade mit rausgenommen. Hat halt hinten gedreht. Ich habe den gefragt, ob der mich mit rausnehmen kann. Und ich wusste gar nicht, dass der an der Halle noch laden muss. Kerlchen. Danke, ne? Guck mal da, Jensmann, sind die deinen Wagen am Beschriften? Ist das nicht schön? Und hier kann man dann nächste Woche rausfahren. Hinten nochmal oben drehen, weil hinten links rum ist ein bisschen blöd. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie den Zug gerade kriege. So, jetzt haben wir geladen für... Hallo, was geht ab am Freitag hier mit Dirk?